Hi ihr Lieben, heute geht es um das eine Teil, das jede Frau im Schrank haben sollte, und zwar nach Figurtyp. Denn dann passt es perfekt zu eurer Figur und setzt sie toll in Szene. Wenn ihr nicht wisst, welcher Figurtyp ihr seid, stellt euch frontal vor einen großen Spiegel, in Unterwäsche oder enger Kleidung und schaut, wo die breitesten und schmalsten Stellen eures Körpers sind. Mein Tipp, schaut das ganze Video, denn ich streue auch zwischendurch Tipps für alle Figurtypen ein. Also Nummer 1, Y. Der Y-Typ ist man, wenn die Schultern der breiteste Punkt des Körpers sind und die Hüften im Verhältnis schmaler. Also das perfekte Kleidungsstück für den Y-Typ, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, ist ein dunkler Pullover mit V-Ausschnitt oder ein dunkler Cardigan, bei dem man geschlossen auch dieses V hat. Und dann kann man darunter, wenn es kalt ist, einen hellen Unterziehrolli tragen. Denn so bleibt das V optisch erhalten. Denn dieses V unterteilt den Oberkörper, wirkt streckend und der Rolli verlängert die Silhouette etwas nach oben. So, die perfekte Länge für den Y-Typ ist hüftlang. Während diese Länge bei anderen Figurtypen aufträgt wie nichts, ist sie genau richtig für den Y-Typ. Denn bei den breiten Schultern braucht man ein gewisses Gegengewicht nach unten. Wenn man als Y-Typ ein Cropped Cardigan trägt, sieht das meistens nicht so gut aus. Es staucht einfach. Übrigens sind alle Teile, die ich heute zeige, wie immer unten verlinkt. Und auf Instagram habe ich wieder eine Checkliste hinterlegt mit einer Zusammenfassung der Tipps von heute. Als Y-Typ kann man sehr gut mit Hell-Dunkel-Kontrasten spielen, denn das Auge nimmt alles, was hell gekleidet ist, als größer und breiter wahr und alles, was dunkel gekleidet ist, als kleiner und schmaler. Daher Großmutters Spruch, schwarz macht schlank. Es kommt aber eigentlich auf das Verhältnis der Farben zueinander an. Man muss nicht per se eine sehr dunkle Farbe tragen beim Oberteil, wie zum Beispiel schwarz. Die Farbe muss nur dunkler sein als das Unterteil. Und so wirkt der Oberkörper insgesamt schmaler und die Hüften etwas runder. Ja, das sind die kleinen optischen Tricks mit großer Wirkung. Mir hat übrigens mal ein Mann unter das Video geschrieben namens Klaus oder so. Ja, tricksen könnt ihr Frauen und wir Männer werden hinters Licht geführt. Eine Runde Mitleid an dieser Stelle für den lieben Klaus. Diese bösen, bösen Frauen, wie können sie dich nur mit ihren hinterhältigen Styling-Tricks hinters Licht führen? Unfassbar. Nummer 2, X-Typ. Der ist man, wenn Schultern und Hüften ungefähr gleich breit sind und die Taille etwas schmaler. Und das perfekte Kleidungsstück bzw. Accessoire in diesem Fall für diesen Typ ist ein Taillengürtel oder eine kleine Auswahl an Taillengürtel. Denn eine Taillenbetonung sieht bei diesem Typ immer besonders gut aus. Was ist das? Mein Steamer meldet sich gerade. Also, es lohnt sich, eine kleine Auswahl an Taillengürteln zu haben als X-Typ. Das sind so die, zu denen ich am häufigsten greife. Ihr seht, ich habe sie hauptsächlich in neutralen Tönen. Und ja, ich greife dann diesen neutralen Farbton meist nochmal an anderer Stelle im Outfit auf, zum Beispiel bei Handtasche oder Schuhen. Da ich im Moment gerne Farbe trage, außer heute, habe ich ganz gerne Accessoires in neutralen Tönen. Vor allem wiederhole ich sie dann an mehreren Stellen im Outfit, weil das ja bei bunter Kleidung den Look einfach zusammenbringt und etwas stimmiger wirken lässt, als wenn ich die Accessoires auch noch in bunten Farben nehme. Wenn man dagegen eine Garderobe in eher diese Haarsträhne in neutralen Tönen hat, dann ist es gerade gut, zu bunten Accessoires zu greifen, weil das die eigenen Outfits aufregender und moderner wirken lässt. Übrigens, falls ihr euch wundert, das sieht hier irgendwie so gefährlich aus, als wäre hier schon fast ein Loch drin. Ich hänge normalerweise Strickwaren nicht auf, das mache ich nur für die Videos, die werden auch gleich wieder gelegt. Mich hat nämlich letztens eine Zuschauerin gefragt, ob ich meine Pullis aufhänge, das mache ich nicht. Das mache ich nur bei ganz leichter Wolle, weil sich natürlich sonst hier an den Schultern was ausbeult. Das nur am Rande. Nochmal zurück zu den bunten Accessoires, man kann damit seine Outfits updaten, ohne gleich neue Klamotten kaufen zu können. Die eigenen Looks erstrahlen im neuen Glanz. Wenn man als X-Typ etwas Bauch hat, dann ist mein Tipp, den Gürtel etwas weiter oben zu schließen. Ja, als X-Typ hat man in jungen Jahren oft keinen Bauch. Der entwickelt sich dann aber mit den Jahren und die Taille verlagert sich etwas nach oben. Und man neigt dazu, einfach hier Fett anzusetzen. Das hat was mit den Hormonen zu tun. Ja, und dann sieht es einfach besser aus, wenn man an dieser neuen schmalsten Stelle des Oberkörpers den Gürtel bindet. Und wenn darunter der Stoff so leicht drapiert ist, also schön fließend, ist nicht zu eng. Und so kann man wunderbar hier vorne einen Bauch kaschieren. Im Winter kann man auch über einen Mantel einen Taillengürtel tragen und kann so auch sehr dicke und weite Mäntel tragen, ohne sich optisch 10 Kilo draufzupacken. Ich habe übrigens für dieses Video zwei dieser neuen Oversize-Steppmäntel bestellt, weil ich das mal demonstrieren wollte mit dem Gürtel.
Und eigentlich wollte ich es jetzt gar nicht zeigen, denn ich habe ungelogen bei der Anprobe einen Lachflash gekriegt. Aber ich zeige euch die Mäntel jetzt trotzdem, damit ihr auch was zu lachen habt. Also, da rettet auch der schönste Gürtel nichts mehr. Und ich muss mich leider wieder fragen, was haben die Designer geraucht? Wieso können sie nicht einfach an uns normale Frauen denken, die im Winter einfach nur warm bleiben wollen und dabei gut aussehen wollen? Ist das denn zu viel verlangt? Anscheinend ja. Nummer 3, der Haartyp. Bei diesem Typ sind Schultern, Taille und Hüften ungefähr in einer Linie. Und das Must-Have für diesen Figurtyp ist ein Longcardigan. Denn der Longcardigan spiegelt die gerade Silhouette des Haartyps wieder, ist dabei aber schön weich und fließend. Und es sieht super aus, wenn ein Haartyp darunter ja, eine etwas drapierte oder gewickelte Bluse darunter trägt. So ähnlich wie meine Wickelbluse heute. Das sieht beim Haartyp sehr viel besser aus, als wenn er jetzt einfach ein ganz schlichtes, enges Top tragen würde. Wenn ihr solche Oberteile nicht besitzt, es kann auch einfach ein locker geschnittenes Shirt sein, das hinten getackt wird und so entstehen vorne diese Raffungen, die dem Haartyp einfach sehr schmeicheln. Also lockere, fließende Layering-Looks sehen einfach top aus am Haartyp. Und lange Cardigans sind sehr viel besser als kurze, kastige Cardigans. Die stehen eher dem X-Typ und dem A-Typ. Und dann kann man als Haartyp zu dem Long-Cardigan einfach eine schmale Hose kombinieren oder zum Beispiel eine elegante Wollshorts oder eine Shorts aus Leder oder Kunstleder. Dazu eine Strumpfhose und so ein bisschen derbere Boots. Das ist ein Top-Look für den Haartyp und ist vor allem sehr vielseitig, weil er zu sehr vielen Anlässen passt. Nummer 4, A-Typ. Dieser Figurtyp ist man, wenn die Schultern im Verhältnis zu den Hüften und Beinen schmaler sind. Man nennt diesen Typ auch Birnentyp. Und beim Birnentyp sieht es immer gut aus, wenn die Unterteile etwas dunkler sind als das Oberteil. Also genau umgekehrt wie beim Y-Typ. War das Deutsch? Ich hoffe es. Wenn nicht, korrigiert mich gerne. Dabei muss der Unterschied auch wiederum nicht so krass sein. Es reicht, wenn das Unterteil etwas dunkler ist als das Oberteil. Und es sieht besser aus, wenn der Stoff des Unterteils matt ist, denn glänzende Stoffe tragen auch immer ein bisschen auf. So, das Must-Have Teil für den A-Typ ist eine dunkle Wide-Leg-Jeans. Momentan sehr angesagt. Und obwohl jetzt die langen Wide-Leg-Jeans sehr im Kommen sind, würde ich für den A-Typ trotzdem die Cropped-Version, also die verkürzte Version, empfehlen. Einfach, weil das Bein immer etwas länger und schlanker wirkt, wenn die schmale Fessel unten zu erkennen ist. Und damit man im Winter mit diesen verkürzten Hosen nicht erfriert, ist mein Tipp, darunter einen Stiefel oder Stiefelette zu tragen, die an der Fessel schmal geschnitten sind und somit diese schmale Stelle betonen. Ja, und zu einer langen Wide-Leg-Jeans, wenn ihr die bevorzugt, würde ich empfehlen, einfach ein bisschen Absatz zu tragen. Dann sieht das auch besser aus beim A-Typ. Eigentlich ist die perfekte Jeansform für den A-Typ die Bootcut-Jeans, aber findet man kaum momentan. Ich denke aber, dass im Zuge des Y2K-Trends, also die Mode der 2000er Jahre, die jetzt ja momentan so angesagt ist, dass dieser Trend uns nächstes Jahr die Bootcut-Jeans zurückbringt. Es war ja in der Mode schon immer so, dass Trends von vor 20 Jahren plötzlich zurückkehren. Also in den 70ern hat man zum Beispiel einige Silhouetten aus den 50er Jahren wieder gesehen, zum Beispiel taillierte Schnitte. In den 90ern waren zum ersten Mal die 70er wieder angesagt, da gab es plötzlich wieder Schlaghosen. Ja. Und jetzt in den 2020er Jahren sind die 2000er Jahre angesagt. Ich liebe Bootcut-Jeans. Ich habe sie so gerne getragen in den 2000ern. Ich vermisse sie auch irgendwie. Ich weiß nicht, geht es jemandem von euch auch so? Oder bin nur ich so bescheuert, eine Hose zu vermissen? Naja, ich betreibe hier leidenschaftlich einen Mode-YouTube-Kanal. Da darf man auch meine Hose vermissen, oder? Ja, also Nummer 5, der O-Typ. Der ist man, wenn der Körperschwerpunkt in der Mitte liegt, also am Bauch, und Schultern und Hüften im Verhältnis schmaler sind. Das Must-Have für den O-Typ ist ein locker geschnittener, dunkler Pullover, den man gegebenenfalls hinten tackt, sodass sich vorne wieder diese schönen Raffungen bilden. Und dazu trägt man eine Hose in einem etwas helleren Farbton. Und durch den lockeren Stoff und die Raffungen sowie auch den dunkleren Farbton als die Hose tritt der Bauch schön in den Hintergrund. Beim O-Typ sieht es immer gut aus, wenn der Blick nach oben oder unten gelenkt wird durch auffällige Accessoires wie Ohrringe oder ein auffälliger Schal oder halt, wie gesagt, eine hellere Hose. Auffällige Schuhe sind immer sehr gut, denn so tritt der Bauch einfach optisch total in den Hintergrund, weil das Auge ständig nach oben und nach unten gelenkt wird. Wenn ihr allerdings als O-Typ nicht nur den Bauch kaschieren wollt, sondern auch die Beine länger und schlanker wirken sollen, dann empfehle ich, die Hingucker nur hier oben zu tragen.
und Hose, Schuhe, besser Ton in Ton. Also, das hier war jetzt die Winter Edition dieses Themas. Vielleicht mache ich das Ganze nochmal im Frühling, denn da trägt man ja doch etwas andere Kleidung als jetzt im Herbst und Winter. Schreibt mir aber mal, ob euch das überhaupt interessiert oder ob das Thema heute ein bisschen lahm war. Und schreibt mir auch mal, ob ihr dieses eine Teil für euren Figurtyp schon im Schrank habt und auch regelmäßig tragt. Hier verlinke ich jetzt noch ein Video mit 8 zeitlosen Modetipps von großen Mode-Ikonen. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr Modevideos, dann blub, nicht so schnell, Modevideos, dann klickt das Glöckchen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!